vielleicht hat er ja sogar noch eine Enderpearl. Dann könnt ihr nachher sogar noch escapen, falls er nochmal ziemlich low geht. So, von hinten kommt ein Clean. Das sollte einfach gar kein Ding sein, der hat kein Equip. Dann ist der auch schon tot. Alter, im ganzen Chat hier voll lila durch meine Kills. Der hatte Supes, die brauchen wir nicht, deswegen verbrennen wir es ja einfach. Junge, wie viele hier direkt reinschauen? Einfach 64er SW mit 64 Leuten. Let's fucking go! Hey, ich spiele gerade ein 64er SW Runde. Annikt, by the way. Als kleine Challenge so nebenbei. Ja, eigentlich ist meine Mission von den Runden, die ich jetzt hier spiele, dass ich möglichst die Leute, die drin sind, auseinandernehmen. Ich traue mir das schon zu, dass ich hier ein paar Runden gewinnen kann, obwohl 64 Leute mitspielen. Ich cheate nicht rein, ich gehe nicht in Game Mode oder whatever. Spiel total fair und versuche dennoch möglichst gute Runden zu spielen. Yeah, ich bin auf jeden Fall super hyped. Ich hoffe, ihr habt auch Bock auf sowas. Wenn ihr auch noch ein paar Challenges habt, die ich gerne machen soll, schreibt sie gerne in die Kommentare. Dann probiere ich sie gerne aus. Auch gerne in 64er Runden. Möglichst auch schwere Challenges, damit man ein bisschen Action hier reinkommt. So, da ist ja schon der erste und der hat einen Helm. Das heißt, wir gehen einfach mal rein und töten ihn. Da ist der nächste. So, den holen wir aber auch. Da brauchen wir nicht mal einen Heiltank benutzen. So, zack. Und der ist down. Schön. Hatte jemand von denen ein Dia-Schwert? Ich weiß es nicht. So, dann holen wir den auch noch. Da brauchen wir jetzt auch keinen Heiltank. Oder doch, komm, wir nehmen einen für die Sicherheit, Leute. Oh. Sehr schön. Direkt wieder reingappen. Und dann geht's weiter. So, schaut, zwei ist auch da. Alles, was wir brauchen, haben wir jetzt im Großen und Ganzen. Ja, eventuell ein bisschen besseres Schwert noch. So ein Shop 3 wäre schon richtig, richtig, richtig lecker. Aber ansonsten wäre das auch nicht schlimm, wenn man es nicht bekommt. Sieht ja auch gerade so ganz gut aus. Was ist deine Mission? Hat er eine Enderperle? Wirft er sie? Ja, er wirft sie. Ich werde jetzt meine Enderperle nicht für so einen einzelnen Kill einfach wegwerfen. Die, die in der Mitte waren, haben wir schon gekillt. Deswegen hoffe ich mal, wir kriegen hier nochmal eine kleine Herausforderung. Ansonsten suchen wir uns unsere Herausforderung irgendwo. Da ist ein Gegner, der hat jetzt nicht so starkes Equip, deswegen holen wir uns den ganz schnell. Perfekt. Und das sollte es eigentlich schon mit ihm gewesen sein. Der hatte Supes, die brauchen wir nicht, deswegen verbrennen wir es ja einfach. Supes sind zwar recht stark, aber ist jetzt nichts, was wir unbedingt brauchen. Let's go, weiter geht's. Wir haben schon 4 Kills. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Kills, deswegen habe ich auch eigentlich die 64er Runde gespielt, damit ich ein paar mehr Kills bekommen kann. Aber im Moment klappt es leider nicht ganz, weil einfach schon so viele Spieler auch tot sind. Der wird wahrscheinlich versuchen zu escapen. Also geht gerade zumindest im Fight nicht ein. Ja, ein Wassereimer hätte ich eventuell auch noch in die Hotbar machen können. So, zack, 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 da ist er. Und dann kann er weiter fighten. So, zack. Diesmal haben wir uns direkt gelöscht. So, und dann geht's weiter. Zack. Also der ist tatsächlich kein schlechter Spieler. Also insgesamt richtig, richtig starke Leistung, Mate. Aber ich würde sagen, das war's für ihn. Also ich glaube nicht, dass er das jetzt noch gewinnen kann. Oh, stark, dennoch. Hier, gute Leistung. Hat sich nochmal ein bisschen geheilt. Versucht jetzt wegzukommen. Zack. Und da ist er down. GG. Ehrenmate auf jeden Fall an den Dude hier neben mir, der nicht direkt reinkleint. Und dann wünsche ich dir sehr viel Glück. Oh, der hat sogar eine Rod sich gecraftet. Das habe ich tatsächlich auch noch nicht gemacht. Wäre auch eine gute Idee, sich noch eine Rod zu holen. Ist aber jetzt nicht das unfassbar Wichtigste, was wir hier brauchen. So, da kommt direkt schon der Nächste. Ich wollte eigentlich mir jetzt das Shop 3 machen. Brauchen wir aber noch nicht. Ich mache es jetzt einfach jetzt ganz schnell. So, zack, zack. Shop 2 und Shop 3. Sehr viel Ehre. Coole Aktion. Das Wort ist, bis ich eben voll gerackt bin. Hat auch extra nachgefragt. Und den haben wir auch. GG. Oh, 8 Kills. Tatsächlich nochmal einige Kills zusammengekommen. Obwohl ich mich am Anfang beschwert habe, dass ich nicht so viele Kills habe. Alter, im ganzen Chat hier voll lila durch meine Kills. Finde ich saustark, ey. So, zack. Moin. Und dann sollten wir den eigentlich auch schon fast haben. Und da hinten ist auch schon der letzte. Sehr gut. Also der wird gar keine Chance haben. Auch. Oh, der hat tatsächlich das Enchanter-Kit. Das heißt, er kann sich jetzt auch ein recht starkes Schwert gemacht haben. Denkt mal, er hat mindestens auch einen Shop 3. Also vom Schaden her war das gar nicht so schlecht. Der versucht sich jetzt wegzubauen, würde aber nicht schaffen. Oh, würde er doch schaffen, weil ich ihn leider nicht getroffen habe. So, der meinte, er hackt. Sieht nicht danach aus, ey. So gut spielt er nicht. So, zack, war kein schlechtes FNS, definitiv nicht. Hat er gut gemacht. Wenn der von hinten clean kommt, dann holen wir uns den auch noch. Ja, das sollte eigentlich kein Ding sein. Zack, 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 zack. Moino! Jetzt sind wir schön im Sandwich drin. Ist nicht schlimm. Wir spielen es einfach weiter. Ist eigentlich alles noch im grünen Bereich. Zack, gehen wir schnell hier rüber. Ah, schöne FNSs habt ihr hier am Start. Und der erste ist weg. So. Und jetzt
Seiten haben wir auch. Nice, 10 Kills tatsächlich geschafft. Schöne Runde. Wir gehen. So, ja, dann sind wir sogar schon ganz in der Mitte. Dann machen wir uns direkt mal eine Brot 2 Chestplate. Dann mache ich mir noch schnell einen Brot 2 Helm. Hey, einmal bitte fighten. Dankeschön. Okay, schön. Sollte man eigentlich bekommen. Macht doch gar nicht schlecht. Hat auch ein paar Heal-Pots. Schön. GG. Hat er gut gespielt, aber nicht gut genug. Moin. Da ist schon der nächste. Den holen wir uns auch direkt. Und der hat auch ein Dia-Schwert. So. Oh, hat getroffen, oder? Ne, ist weg. Ist tot, glaube ich, oder? Ist doch runtergefallen. Ja. Zack. Und ciao. Weg ist er. Bis zum nächsten Mal. Da wäre fast auf die Insel hier drüben geflohen. Oh, mit ein bisschen Glück hätte er es tatsächlich noch geschafft. Da ist unser vierter Kill gerade. Der läuft aber leider weg vor uns. Ich weiß auch nicht warum. Vielleicht ist er Lowlife, man weiß es nie. Und komm. Er will ein Screen. Okay, natürlich, klar. Wir haben auch einen Job 2, deswegen können wir uns auch gerade erlauben, hier eine kleine Pause im Fight zu machen. Gute Rüstung, gutes Schwert und... Hoffentlich hast du auch einen Sharp 2. Na, vom Damage her wird er jetzt wahrscheinlich keins haben. Aber dafür einen Sharp 1. Sharp 1 ist auch schon mal was ganz Leckeres. Dann brauche ich nur noch ein anderes Sharp 1, um mir dann noch einen Sharp 3 zu machen. Ah, schade. Hat er gut gemacht. Ist er gerade, hat er gerade ziemlich viel Glück gehabt, indem er über die Kopfwurz drüber gekommen ist. Wird sich jetzt wegpüllen. Okay, let's go. Weiter geht's. Da ist er wieder am Start. Ah, vielleicht bekommen wir uns ins Cobweb. Jo, sehr schön, er ist im Cobweb drin. Er macht sehr wenig Schaden. Das ist sehr gut. Hat aber trotzdem noch Healing. Weiß nicht, vielleicht hat er ja sogar noch eine Ender Pearl. Könnte nachher sogar noch escapen, falls er nochmal zum Glow geht. So, von hinten kommt ein Clean. Das sollte aber gar kein Ding sein. Der hat kein Equip. Dann ist er auch schon tot. Sehr gut. Okay. Hatte hier vielleicht noch jemand ein Diamantschwert? Ein Diamantschwert ist hier noch drin. Perfekt. Dann haben wir unser Sharp 3. Das mache ich ganz schnell, bevor wir uns den Dude hier holen. Und Sharp 3. Da ist er. Sehr schön. Moin. Na? So. So, zack. Okay, dann haben wir uns nochmal sehr stark gesaved. So, holen wir uns erst den? Ne, leider nicht. Okay, dann haben wir den ersten. Wir gehen ein bisschen zurück, gehen auf die Insel hier, gönnen uns einen kurzen Goldapfel. Zack. Oh, das war ein Fehler. Hätte ich nicht machen dürfen. Okay, den haben wir. Schön. Oh, der lebt. Der lebt, der lebt, der lebt. Der hat richtig viel Glück gehabt. Okay, krass. Dann springen wir auf den drauf. Und dann sollten wir den bekommen. Ja, ich mach's jetzt einfach. Okay, wir können uns gegenseitig hitten. So, er hat Lava platziert. Ich hab Wasser platziert. Also ausgeglichen. Und wieder hoch. Schön. Mein Wasser ist weg. Uff, das ist gar nicht gut. Habe ich noch ein Wasser? Ja, da ist es. Sehr schön. So, ich esse noch mal einen Goldapfel für die Regeneration gleich. Machen wir aber erst nach dem Kampf. Weil der ist schon vorbei. Super. Moin, Gegner. Hey. Der hat wenig Lust, zu mir rüberzukommen. Will mich wahrscheinlich durch Knockback töten. Oder durch eine andere miese Taktik. Oh, John Cena. Oh mein Gott, war das gut. Ist er jetzt gestorben, ohne dass ich ihn gehittet habe? Ach, shit. Oh mein Gott. Never. Mega schade, dass ich jetzt leider die 10 Kills nicht mehr schaffen kann. Aber die 9 Kills holen wir uns eben noch. Da oben ist auch der letzte Spieler. Okay, finaler Fight. Er hat eigentlich gar kein Equip, ey. Das ist super schade. Weil eigentlich hätte ich einen richtig, gerne einen richtig guten Finalfight. Wenn er jetzt wegläuft, was soll ich dann machen? Schreibt es in die Kommentare, was würdet ihr machen bei so einem Gegner? I don't know. Naja, hat auch so gereicht. Perfekt. GG. War ein nicer Fight. Souverän gewonnen mit 9 Kills. Ich bin eigentlich echt sehr zufrieden damit. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.